Hallo und herzlich willkommen. Hallo, lieber Omazer. Hi. Ja, heute sind wir anders gekleidet. Ja. Warum sind wir anders gekleidet? Am 1. Dezember, kommenden Samstag, fängt der Winter an. Allerdings nur meteorologisch. Wenn wir da hochschauen, sieht sehr danach aus. Schauen wir mal, wie das wird mit dem Winter. Aber warum sehen wir heute noch so aus? Wir sehen heute noch so aus, weil wir über einen Basiswert, über eine Aktie sprechen wollen. Kali und Salz, K und S. Ja, da hat man so ein bisschen immer die Verbindung zum Winter auch mit drin. Jetzt aber mal Historie. Was ist da aktuell angesagt? Thema Zahlen. Wie schaut es da aus, Omazer? Ja, die Aktie ist momentan auf einem relativ tiefen Stand. Grund dafür waren die Quartalszahlen, die Mitte November rausgekommen sind. Die waren sehr enttäuschend und wurden auch sehr negativ vom Markt aufgenommen. Man muss sagen, insgesamt das Betriebsergebnis ist um 50% gesunken. Vor allem das Kali-Geschäft um 90% im Vergleich zum dritten Quartal in 2017. Das Salzgeschäft sieht da etwas besser aus, aber insgesamt war das natürlich ein sehr enttäuschender Quartalsbericht. Die Gründe dafür waren wie heute das Wetter, nämlich ein besonders heißer und vor allem trockener Sommer. Da kam es in vielen deutschen Fabriken kam es zu Produktionsstopps und dazu sind auch noch die Transportkosten extrem gestiegen durch die niedrigen Flussstände. Genau. Das Ganze muss natürlich irgendwo per Fluss abtransportiert werden. Genau. Nicht das Produkt an sich oder auch das Produkt an sich, aber natürlich auch Abwässer, Kaliabwässer und solche Geschichten. Gerade im thüringischen Werk, ich komme ja ursprünglich aus Thüringen, da kennt man das schon seit vielen, vielen Jahren. Da gibt es immer mal so ein bisschen Streit, auch mit Umweltaktivisten. Das Ganze ist mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg. Kali und Salz kommt da entgegen und so weiter. Man einigt sich da ein Stück weit. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch in Kali und Salz an sich noch das Thema Kanada. In Kanada da ist ein Werk irgendwann mal gekauft worden vor ein paar Jahren. Da gab es am Anfang immer Riesenprobleme. Mittlerweile sieht man das eher als Wachstumsbringer für die Zukunft. Stichwort ist hier das Programm, was Kali und Salz da aufgelegt hat, Shaping 2030. Vielleicht kannst du da noch zwei Worte zu sagen. Genau. Kali und Salz ist heute schon der größte Salzhersteller der Welt und möchte sich vor allem durch die möchte sich vor allem reshapen in der Hinsicht, dass sie weiterhin der weltweite Marktführer sein möchten für Düngemittel. Und da ist natürlich der übergeordnete Trend des Bevölkerungswachstums der Welt. Da möchte man sich mit bis 2030 passend zu aufstellen. Das Ziel ist ein Konzernumsatz von 3 Milliarden in 2030. Okay, das klingt ja jetzt mal relativ ambitioniert aus heutiger Sicht. Ja. Aber warum soll es nicht zu schaffen sein? Erste Hürde wird natürlich sein, wie wir gerade gesagt haben, das Wetter. Kali und Salz Aktionäre, Kali und Salz Bullen hoffen drauf, dass es möglichst ein feuchter Winter wird, auch ein harter Winter wird, weil dann braucht man wieder Streusalz, kurbelt alles das Kali- und Salzgeschäft dann irgendwo ein Stück weit an. Schauen wir mal, wie das dann aussehen wird in der Richtung. Momentan der Kurs, du hast vorhin gesagt, so ein bisschen runtergekommen, um die 15 rum. Ja. Und wenn man sich den 5-jährigen Chart mal so anguckt, ist die 15, wenn die geknackt wird, nachhaltig nach unten, dann könnte es weiter nach Süden gehen. Sollte das eine gewisse Stabilität in dem Eck dann erhalten, dann eventuell könnte es vielleicht auch wieder nach oben schauen, der Kurs. Genau. Also going forward, worauf ich achten würde als Investor, ist für die schon gesenkte Jahresprognose sind weitere Produktionsstopps und steigende Transportkosten nicht mit einberechnet. Okay. Sollte sich in der Hinsicht etwas ergeben, wäre das zum Beispiel ein Signal für eine bärischere View auf die Aktie. Und insgesamt natürlich die Weltsalzpreise, Magnesiumpreise und Kalipreise beobachten. Okay, man muss einiges im Auge behalten. Einiges im Auge behalten können Sie natürlich auch, wenn Sie sich mit derivativen Produkten von X-Markets eine Meinung zu Kali und Salz, zur K&S-Aktie bilden wollen. Wie immer finden Sie die passenden Produkte auf www.xmarkets.de. Dir sage ich herzlichen Dank. Vielen Dank dir. Wir gehen jetzt wieder ins Warme rein und Ihnen wünschen wir noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal.